Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt es richtig im Titel gelesen. Heute geht es mal wieder um Morphe. Ich hatte es euch im letzten Video über Morphe, als ich die Coca-Cola-Kollektion reviewed habe, schon gesagt, dass, ja, eine neue Kollektion da ist. Und ich möchte sie heute mit euch testen und ich möchte heute mit euch so ein bisschen über Marken reden, wie Morphe, und was mich so ein bisschen daran stört. Es soll kein Shade sein, wie immer. Es geht hier erstmal um die Produkte. Auf der anderen Seite möchte ich aber mit euch so ein bisschen darüber reden, was mich persönlich stört. Und ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten und zu meiner Meinung sagt. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und falls ihr hier neu seid, Freunde, oder es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr unterstützt mich damit wirklich. Ich glaube, ihr wisst nicht, wie sehr ihr mich damit unterstützt. Und das große Ziel, die 100.000 dieses Jahr zu knacken, wäre ein Träumchen. Freunde, in der Kollektion sind eine Lidschattenpalette drin, 3 Lip and Cheek Tints, 3 Lipglosse passend dazu und ein, was auch immer es ist, ein Face Stick. Ich habe die Sachen noch nicht ausprobiert, das ist also auch First Impression. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch als erstes einmal die Produkte. Was ich ganz spannend finde, was finde ich neu in diesen Morphe-Kollektionen sind, dass es wirklich mehrere Produkte aus verschiedenen Kategorien sind. Normalerweise ist es eine Lidschattenpalette und Pinsel. Morphe hat sich dann gedacht, okay, dann bringen wir einfach so kleine Töpfchen raus. Und das sollen, ja, Cheek and Lip Mousses sein. Und ich swatche euch ganz kurz mal. Das ist jetzt die Farbe, Berry Good, sehr, sehr rot. Fühlt sich sehr, sehr cremig auf dem Finger an. Die Farbe Peach Out. Und zu guter Letzt haben wir die Farbe Pinky Swear. Sie ist noch weicher als die anderen. So sehen die Farben einmal aus. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, ich fühle mich verunsichert von diesen Produkten. Weil, also die Cream Blushes von Rihanna beispielsweise, die sind sehr, sehr intuitiv zu benutzen. Kann man auch auf den Lippen tragen. Die Pigmentierung ist aber nicht so exorbitant hoch, dass man Probleme hat, das Ganze auszublenden. Wenn ich mir das hier anschaue, girl, how? Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Die Produkte kann man auch alle einzeln, glaube ich, kaufen. Die Glosse sind passend zu den Lip- und Cheek-Tints gemacht. Wir tragen dann auch gleich was auf. Was ich ein bisschen schwierig fand, ehrlich gesagt, die waren recht komisch verpackt. Also die kamen in einer Pappverpackung. Ach nee, das war zusammen, glaube ich. Ich glaube, die kamen immer so zusammen. Das war nochmal eingewickelt in so Papier, weil alle Lipglosse sind ausgelaufen da drin. Es ist immer noch was drin und ich glaube, sie wussten das. Deswegen haben sie es darin eingepackt, sonst wäre ja alles klebrig gewesen. Egal. Ich probiere jetzt erstmal die Farbe. Ich glaube, das ist viel zu dunkel. Wir nehmen jetzt die Farbe Peach Out und ich nehme jetzt mal den Blushpinsel von Fenty. Gehe hier ganz leicht rein und der Pinsel, ihr seht es, es ist voll. Ich nehme so ein bisschen was ab und setze mir das jetzt hier so rauf. Seht ihr was? Nehmt mal ein bisschen mehr, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Also vom Finish her wird es so ein bisschen pudrig tatsächlich. Also es ist eher so silikonig. Und meine Base war ja auch schon gesettet. Ich mische jetzt hier mal alle Farben so ein bisschen auf meinem Handrücken zusammen. Und schau mal, wie das aussieht und ob das auch funktioniert. Weil die Konsistenzen sind so ein bisschen unterschiedlich. Das Pink war sehr, sehr mousig. Der Rest war ein bisschen härter. Aber finde ich ganz süß. Ihr habt es im Titel gelesen. Ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Morphe. Nicht persönlich, auf gar keinen Fall. Klar, es gab in den letzten Wochen sehr, sehr viel Drama um Morphe. Sie haben sich jetzt auch positioniert. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen kann. Deswegen will ich persönlich jetzt auch dazu nichts sagen, solange es einfach noch kein, solange ich mich dann noch nicht so richtig ins Thema eingelesen habe. Ich weiß, dass das Thema Jeffree Star ein ganz, ganz schwieriges Thema ist mittlerweile und ich verstehe das. Und ich unterstütze das in keinster Weise. Und werde jetzt auch erstmal, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und bis es eine offizielle Positionierung von ihm gab, nicht mehr die Produkte unterstützen. Das ist das Feedback, was ich von euch bekommen habe und ich möchte mich natürlich auch so ein bisschen an euren Wünschen orientieren. Morphe hat sich distanziert jetzt von ihm. Zitat war, glaube ich, kommerziell. Was nicht heißt, dass es investment-based ist. Also das kann ja trotzdem noch sein, dass sie sich irgendwie Geld hin und her schieben. Deswegen weiß ich, solange ich da das nicht weiß, nehmt es mir bitte nicht böse, dass ich die Kollektion dann auch jetzt reviewe, weil es geht hier nicht um Jeffree, sondern um Maddie Ziegler. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Maddie Ziegler ist
die gewesen, die in dem Sia-Musikvideo getanzt hat. War ganz süß damals. First Impression von diesen Cheek-Dingern gefallen mir sehr gut. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe die Farben, wie gesagt, auch so ein bisschen gemischt. Ich trage mir jetzt auch gleich die Farbe. Das Rot ist zu dunkel, glaube ich. Ich nehme jetzt erstmal dieses Peach Out und trage mir das auf die Lippen auf, denn... Okay, sehr trocken. Das ist süß. Das ist richtig süß. Ich habe mir das nur so ein bisschen aufs Zentrum gegeben. Und ich schaue gerade in die Kamera. Cute. Okay. Naja. Also, gefällt mir gut. Ich nehme jetzt gleich den Gloss, der passend dazu kommt. Riecht nach nichts. Die Glosse aus der Cola-Kollektion waren ja wirklich grandios. Ist jetzt... Ist halt ein Gloss, ne? Also, ich glaube auch nicht, dass die Farben so einen großen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Ich finde, in der Kamera sieht es noch krasser aus als vorher. Die sind nicht wirklich pigmentiert. Also am Ende wird man, glaube ich, keinen Unterschied sehen. Wir kommen zur Lidschattenpalette und ich hole euch ein Stückchen heran. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was mich daran stört, an diesem ganzen Konstrukt. Ich glaube, so könnt ihr alles einmal ganz gut sehen. Diesen Stick hier, wir lassen es. Das ist nämlich ein Face Gloss Stick. Und ich habe ihn schon mal geswatcht. Ich zeige es euch hier. Das ist im Prinzip, ist das Vaseline in fester Form. Und niemals würde ich mir das jetzt auf meine Base geben. Ich weiß doch jetzt schon, dass das meine Foundation kaputt macht. Was vielleicht ganz cool sein könnte, das so aufs Augenlid für diesen Glossy Eye Look. Ist jetzt nicht so meins, vor allem für den Alltag nicht, weil es klebt einfach alles in diesem Gloss drin. Und meine Haare sind lang genug, dass sie im Gloss kleben bleiben könnten. Und ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, wenn ihr Gloss trägt und eure Haare so einzeln im Gloss kleben. Ist schon schlimm genug, aber am Auge? Nope. Während ich so ein bisschen was mit der Lidschattenpalette schminke, zeige ich euch hier auch einmal ein paar Swatches. Nicht von allen Farben, einfach damit ihr ein paar Farben seht, die ganz spannend sind. Ich probiere heute mal wir probieren mal die helleren Farben aus. Was ich sehr schön finde, ist, dass hier ein Spiegel mit drin ist. Normalerweise sind diese Morphe-Influencer-Kollaborationen ja sehr groß und haben keinen Spiegel. Das gefällt mir aber sehr gut. Jetzt, Freunde, zu dem Tee. Ich gehe als erstes in die Farbe Maddie Girl und gebe mir das hier so ein bisschen in meine Crease. Ihr kennt ja meine Meinung zu Anastasia Beverly Hills, glaube ich, mittlerweile. Ganz gut. Ich finde, es ist zu viel. Also es ist noch keine anderthalb Wochen her, da kam die Cola-Kollektion raus und jetzt kommt schon die nächste. Und ja, man könnte jetzt sagen, okay, eventuell hat die Pandemie so ein bisschen was damit zu tun, dass Launches verschoben wurden und man kann einfach nicht bis ins Unermessliche aufschieben. Das geht businessmäßig gar nicht. Es ist ja auch normal schon der Fall bei Morphe, dass die viele, viele, viele Produkte rausbringen und das überfordert mich selber. Und ich weiß, dass es viele von euch auch überfordert. Korrigiert mich bitte, wenn ich euch da so ein bisschen falsch einschätze. Schreibt mir das gerne für den Algorithmus in die Kommentare. Die Farbe ist grandios. Also ich bin jetzt hier in die Farbe Crushed reingegangen. Mega. Korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Ich glaube einfach, dass es zu viel ist, was Morphe da so ein bisschen rausballert. Ich möchte das nicht. Ich fühle mich so unsicher, weil ich gar nicht weiß, okay, ich muss ja jetzt alles kaufen, ich muss alles kaufen, ich muss alles kaufen, weil ich dieses Fear of Missing Out, was durch Make-up-Produkte so krass unterstützt wird, finde ich persönlich schwierig. Sind die Produkte gut? Ich finde, Morphe hat einen guten Sprung in die richtige Richtung gemacht hier. Muss es denn sein? Ich weiß es nicht. Farbe ist grandios, also ich würde mir am liebsten die Farbe jetzt komplett auf mein Lid geben und sagen, das Video ist hiermit beendet. Mache ich natürlich nicht. Deswegen gehe ich jetzt noch in die Farbe Go Home. Das ist so ein dunkler Ton hier. Sehr pigmentiert. Ist die Palette vegan? Ich weiß es nicht. Es steht nicht drauf. Ich glaube nicht. Und das gebe ich mich hier auf mein Lid. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Also bei Anastasia ist das Ganze ja noch krasser. Vor allen Dingen der Unterschied. Also bei Anastasia finde ich es fast noch schlimmer. Bei Anastasia ist preislich in einem ganz, ganz anderen Segment. Morphe ist mehr oder weniger günstiger, so eine Anastasia-Palette kostet 60 Euro. Und wenn sie alle zwei Wochen mit einer neuen Norwina-Palette rauskommt, wie soll ich als durchschnittlich verdienender Mensch mir das leisten können? Wenn ich Make-up liebe, dann möchte ich doch auch alle neuen Texturen ausprobieren oder so. Und ich finde, das ist einfach, sie vergessen in dem Moment, wo sie so viel rausballern, auf Feedback zu achten. Ich zum Beispiel
oder ich kann nur für die Firmen sprechen, mit denen meine Produkte dieses Jahr rauskommen. Wir wissen, okay, wir haben ein Produkt rausgebracht und ich hole mir dann Feedback ein. Was hat die Leute gestört? Was können wir besser machen? Das braucht aber eine Zeit. Und wenn Morphe eine Kollektion rausbringt und da ist irgendwas falsch, da ist doch schon die andere in Produktion. Das schiebt sich doch immer weiter auf. Und lieber bringe ich eine Palette raus, die gut ist, wo ich dann Feedback von meinen Kunden bekomme, als nächste Woche schon wieder eine und ich könnte gar nicht auf das Feedback drauf eingehen. Auch diese Farbe ist sehr, 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 sehr gut. Ich weiß nicht, was sie geändert haben. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Auge sehen könnt, aber die Farbe sieht so ein bisschen feucht aus. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ihr werdet sehen, ich mache auch heute zwei Looks, weil auch das war ein Feedback, was ich von euch bekomme. Und ich probiere mich ja immer so ein bisschen an eurem Feedback mich zu verbessern. Wenn ihr sagt, okay, ich bin vielleicht zu hell in meinem Gesicht, dann probiere ich das beim nächsten Video ein bisschen runterzustellen. Manchmal funktioniert das nicht, weil Videos vorproduziert sind und die bestimmte Tage einfach online sein müssen. Aber im Großen und Ganzen probiere ich das schon, auf euch zu hören und euer Feedback mit aufzunehmen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir fantastisch gut. Sehr cremig, sehr gut pigmentiert. Kein Fallout unterm Auge. Was ich ganz spannend finde, ist die Farbe Posse. Die ist auch sehr, sehr cremig. Hat so einen lilanen Reflex. Und die tupfe ich mir hier nur so ganz leicht oben rüber, dass ich diesen lilanen Glitzer-Effekt mit drauf habe. Also gar nicht, dass ich die Deckkraft habe. Und wow. Sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite gehe ich als erstes, ich glaube, auf der anderen Seite machen wir so einen sehr, sehr schlichten Basic-Look. Gehe ich in die Farbe M3. Die hat ein bisschen mehr Kickback. Sehr, sehr neutrale Transition Shade. Ich gehe noch so ein bisschen in die Farbe Latte rein. Okay, auch die. Irgendwas ist anders bei den Texturen von den Morphe-Paletten, fällt mir auf. Die sind cremiger und nicht mehr so pudrig. Kennt ihr Lidschatten? Meistens sind das die sehr, sehr günstigen Lidschatten. Also diese Rivaldo Loop Palette, die ich neulich reviewed hatte, diese kleine, nur matte Palette, die sind sehr, sehr trocken. Die von Morphe waren das auch, vor allen Dingen diese 35er Paletten. Die ist extrem weich. So eine leichte Cremigkeit. Das klingt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Ich gehe als nächstes in die Farbe Kenny rein und wärme mir die Crease so ein bisschen auf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Also meine Aufgabe ist es halt, oder ich habe mir vorgenommen für dieses und vor allem fürs nächste Jahr dann auch, euch so viele Produkte es geht zu reviewen. Ich möchte wirklich wegkommen von diesen ganzen Challenges oder so, sondern ich möchte einfach so ein bisschen so ein Review-Channel für euch sein, dass ihr hier hinkommen könnt und sagen könnt, okay, ich suche gerade die neue Morphe-Kollektion, Maxim hat ein Video, ich schaue mir das an. Ich habe ja 3 Videos die Woche und fällt mir im Moment, ehrlich gesagt, echt schwer, das alles unterzukriegen, weil halt so viel rauskommt. Auch die Farbe ist schön. Ich bin eigentlich mit einer anderen Intention in dieses Video reingegangen, ich bin ehrlich mit euch. Ich dachte, dass ich hierher komme und sage, Allerdings muss ich sagen, es ist, glaube ich, die schönste Morphe-Palette, die ich habe. Weil sie halt sehr, sehr versatil ist. Ne? Also ihr könnt sehen, wir haben Alltagsfarben mit drin. Ein dunkles Braun fehlt mir hier gerade so ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe bunt und wir probieren jetzt auch nochmal die bunten Farben aus. Ich habe den Pinsel jetzt mal so mehr oder weniger sauber bekommen. Ich gehe jetzt in dieses Blau hier rein. Das ist die Farbe 5. Und das setze ich mir in meinen Inner Corner. Und selbst das ist hell. Was sagt ihr denn zu der Palette bis jetzt? Also, ich nehme nochmal hier fürs Inner Corner die Farbe Dancing Queen. Auch die ist schön pink. Könnte ein bisschen mehr Glitzer mit drin sein. Ich mag diese 2 verschiedenen Looks nicht, aber ich glaube, ihr mögt das ganz gerne, dass ihr einfach ein paar verschiedene, ja, Looks und Ideen sehen könnt. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag dieses sehr, sehr softe hier auf meinem Lid. Jetzt eine neutrale Lippe, dieses Blau, das würde jetzt, wenn ich blaue Augen hätte, das richtig schön rausbringen. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, was ich zu der Palette sagen kann. Ich gehe jetzt in die Farbe Pantera rein, das ist dieses Schwarz-Grau. Und gebe mir das hier unten hin. Das ist kein Schwarz, das ist eher wirklich so ein Anthrazit. Ich blende das so ein bisschen mit der Farbe Kenny aus. Und gebe mir die Farbe To The Moon hier so ein bisschen auf mein bewegliches Lid.
Ein weiteres Feedback von euch war, dass ich zu große Lashes trage. Deswegen probiere ich jetzt erstmal so ein bisschen auf Lashes zu verzichten. Erstmal, meine Wimpern danken es mir. Und zweitens könnt ihr auch das auf meinem Auge einmal sehr, sehr gut erkennen. Ich muss sagen, also ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt, wenn ich hier noch so ein bisschen verblenden würde. Ich glaube, ihr könnt es euch denken. Das ist die schönste Morphe-Kollektion, die ich bis jetzt getestet habe. Gefällt mir besser als die Jeffree Star-Kollektion. I know. Die Lidschatten sind fantastisch. Qualitativ nicht Morphe, sondern ich würde fast sagen besser. Sehr, sehr Vielseitigkeit an Farben und an Texturen. Auch diese Cream Cheek Tints gefallen mir sehr, sehr gut, weil sie so ein bisschen Feuchtigkeit wieder auf die gesettete Base geben, ohne dass es die Base verschmiert. Diesen Stick, no. Probiere ich nicht aus. Jetzt können wir es am Ende noch einmal machen, weil jetzt schminke ich mich eh gleich ab. Weiß ich nicht. Finde ich völlig unnötig. Wenn man kein Make-up trägt, vielleicht sehr, sehr schön. Aber dann kann ich mir auch einen Schluck Olivenöl ins Gesicht geben. Freut sich meine Haut wahrscheinlich mehr als über ein bisschen Vaseline. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Und zu meiner Meinung, schreibt mir gerne eure Meinung einmal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf.